Hallo! In diesem Video zeige ich euch die Quest Qualdir auf Abruf. Anzunehmen bei Danica die Erlöserin. Auf der verheerten Küste, an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Zeige euch auch ein bisschen die Gegend. Also von hier aus kommt man von diesem Flugpunkt, Algorithms Posten. Und ja, ist an sich leicht zu finden. Normalerweise wird man hergeportet aus der Ordenshalle der Krieger. Nehme die Quest jetzt an. Nun darf ich zu diesem Punkt hier. Versuche ein bisschen den Mobs auszuweichen, so gut es geht. Laufe hier zu diesem Punkt. Und dann habt ihr hier so einen extra Knopf, Helias Horn, mit der linken Maustaste klicken. Und sobald die Szene vorbei ist, tut sich die Quest aktualisieren. Da muss man dann drei Legionsportale zerstören. Wie das funktioniert, zeige ich euch gleich. So, wenn ihr jetzt die Map aufmacht, wird das erste Portal hier angezeigt. Ich weiß aber, dass hier auch eins ist, deshalb mache ich das jetzt zuerst. Glaubt, das sieht man schon, ich habe mich ein bisschen genähert und schon wird es mir angezeigt. Da hinten ist es. Hab sie desaktiviert, weil ich nicht wirklich Lust hatte zu kämpfen. Den wollte ich jetzt nicht ändern. Ich laufe jetzt einfach mal hier auf der linken Seite durch. Und hier sind auch ein Haufen Mobs. Hoffe, ich überlebe das. Sieht nicht so schlecht aus. Überlebt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Da ist wirklich viel los. Eieiei. Jetzt muss ich nur noch das überleben. Bewegungsunfähig, das ist gar nicht gut. Wow! Es waren wirklich viele Mobs und da kommen noch mehr. Ja, sag mal, was ist da los? Ich nutze. Ja, es ist durchgegangen. Das geht nämlich nur, während man nicht gehittet wird. Falls das passiert, im Castbalken wird man unterbrochen, aber da hatte ich jetzt wohl Glück. Hier nochmal die Map mit Koordinaten, wo das Portal stand. Konnte ich ja vorher nicht zeigen, da die ganze Zeit Mobs ankamen. Und habt's ja gesehen, bloßes Horn klicken.
Wenn es kaputt ist und in die Nähe lauft, erscheint es nochmal. Das Zornhieb habe ich benutzt. Jetzt laufe ich zurück, beziehungsweise laufe ich zu diesem Punkt. Da darf ich in eine Hölle laufen. So, das Schwierigste ist geschafft, finde ich jetzt. Hätte nicht gedacht, dass ich das überlebe. So, dann darf ich in diese Höhle hier. Hier war auch die Koordinaten, wo ich gerade stehe. Hier sind auch einige Mobs. Beim Portal steht auch ein Mob. Hatte ich auch Glück. Also es geht im Kampf, aber nur wenn ihr nicht getroffen werdet. Während des Gasbalkens. Habe ich schon vorhin erwähnt. Und das Portal mache ich als letztes. So. Map mit Koordinaten. Jetzt benutze ich das Horn ein letztes Mal. Quest ist bereit zur Abgabe. Quest ist abzugeben bei Danica, die Erlöserin. Auf der verheerten Küste, an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Hoffe, ich konnte euch helfen. Ciao.